So Leute, zurück bei Jack 3 Part 59 meiner Let's Play Serie und wir sind hier jetzt wirklich in den Ruinen angekommen. Wir sind natürlich nebenbei noch auf Precursor Orbs Jagd. Ja, uns fehlen nicht mehr viele, um sie vollständig zu haben, wie wir wissen. Wir haben jetzt 555. Da müssen wir nicht hin. Uhuhu. Kein Bock nochmal überall lang zu laufen. Ja, und wir halten natürlich die Augen nach wie vor offen nach Precursor Orbs. Jetzt zählt jedes Orb. Da müssen wir grinden. Dann grinden wir mal. So. Immerhin machen die noch bei denen einen One-Shot-Kill. Mehr oder weniger. Die haben schon recht gut abgenommen, die Stärke der Waffe. Also die Gegner sind stärker geworden. Das merkt man. So, Leute, für die, die es nicht wissen, ich kann es nur noch... Ich wollte es schon im letzten und vorletzten Part sagen, aber ich habe es jedes Mal vergessen. Für die Leute, die es nicht wissen und die auch Interesse an Jack 1 und Jack 2 haben, ich kann den Leuten, wenn ihr meine Videos dazu mögt hier, zu Jack 3, kann ich euch wärmstens empfehlen, mal einen Blick in die Videobeschreibung zu riskieren. Einen Blick in die Videobeschreibung zu riskieren, denn dort habe ich die Playlist zu meinem Let's Play zu Jack 1, The Precursor Legacy und zu Jack 2 verlinkt. Ja, das findet ihr unter jedem meiner Jack 3 Let's Play Parts und in der Videobeschreibung den Link zu der jeweiligen Playlist. Auch gerne mal da reinschauen. Für die Leute, die auch Fans sind von der Ratchet & Clank Reihe, ebenfalls auf meinem Kanal zu finden, auch sehr einfach zu finden. Einfach auf meinen Kanal gehen, Playlist suchen oder mal in der Übersicht runterscrollen. Da sind die Let's Play Playlists zu Ratchet & Clank, zu der Trilogie auch zu finden. Zu allen drei Teilen, also Teil 1, 2 und 3, alles zu finden und auch abgeschlossen. Also bei Interesse gerne mal einen Blick riskieren. So, ihr wisst ja, Support ist immer gern gesehen und nichts Schlimmes. So, weiter geht's hier. Ich habe schon wieder das Gefühl, ich hätte irgendwas übersehen. Aber das habe ich seit den letzten vier Parts schon immer. Okay. Scheine ich mich wohl geirrt zu haben. Können wir hier hochgrinden? Ich will es gar nicht ausprobieren. Nachher liege ich wieder unten im Dreck. Ich weiß gar nicht, sind wir jetzt richtig? Da hilft gleich ein Blick auf die Karte. Ich denke mal ja, weil hier so viel Gewusel ist. Nee, so gehen wir zurück. So gehen wir in die richtige Richtung. Ja. Okay. So, gibt es hier noch irgendwas? Ich kann nichts sehen, was das betrifft. Okay. Wenn man hier nicht rauf kann, ist das auch schon mal gut. So, von da sind wir gekommen. Hier ist nichts. Also weiter da hinten. Es sind Kisten, aber da werden wir auch lang müssen. Jawohl. Dann wird jetzt wieder das Jetboard ausgepackt. So.
finde ich echt interessant, wie sich das Spielgeschehen gewandelt hat. Sonst hat man überall Precursor Orbs auch mal so im Spielrand gehabt, so auf dem Weg immer irgendwo am Rand. Aber jetzt findest du die nur noch versteckt. Okay. Jetboard. Einsatz. Da ist ein Precursor Orb hinter, auf jeden Fall, würde ich sagen. Nee, Munition. Hätte ich meine Hand für ins Feuer gelegt, dass das ein Precursor Orb ist. Tja, dann hätte das jetzt ziemlich gestunken und ich hätte eine Hand, die funktioniert weniger. Ja, wenn ich mal wette, ne? Mir ist das echt zu lange her, dass wir Precursor Orbs gefunden haben. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwo was vergessen. Schlimm ist das. Kann hier nicht irgendwo mal einer liegen, damit ich jetzt hier wieder beruhigt bin? Wahrscheinlich nicht. Typisch. Naja, wenn ich eins gelernt habe aus der Jack and Dexter Reihe, dieses Spiel oder diese Spielreihe schenkt einem nichts. Jack 2 ist ja wirklich das Maß aller Dinge, ne? Also wenn du Jack 2 gespielt hast, kannst du alles spielen. So. Wo wart ihr? Ich war inzwischen schon dreimal in der Mauser. Odin sagt, wir müssen durch die Palastruinen. Aber ich glaube... Oh, oh. Jack, bevor alles aus ist, wollte ich noch sagen... Reiten auf deiner Schulter, auch wenn sie knochig und unbequem ist. Du warst ein toller Kumpel. Du auch, Dex. Die Abenteuer waren der Hammer. Hat jemand eine Armee bestellt? Du bist weit weg von der Wüste. Ich dachte, ein weiser Krieger stürzt sich nicht kopflos in die Schlacht. Kommt darauf an, wie hart sein Kopf ist. Ich würde sagen, du und ich sind uns da ähnlich. Bringen wir es zu Ende. Beweg dich, Jack. Der Rambock. Mega. Kann mich gar nicht mehr erinnern, wie wir den gekriegt haben. Okay, aussteigen ist nicht mehr. Ich möchte trotzdem noch gucken. In Deckung. Trophäe verdient. Was passiert, wenn wir hier lang fahren? Müssen wir hier lang fahren? Tatsächlich ja. Ich wollte das noch gar nicht. Ich habe gehofft, wir müssen hier nicht lang. Ah, wir kommen wieder hoch. Alter Schwede, ey. Ja, bisschen zu eng dafür, ne? Aber wir haben den Rambock. Das fand ich damals war eins der coolsten Fahrzeuge. Verschwinde, geh weg. Ich will einmal gucken, ob hier irgendwelche Precursor Orbs sind. Sonst kriege ich einen Kollaps, wenn ich hier nicht gucke, ob hier was war. Nö. Dieser Boost ist auch ziemlich boostig, ne? Ach, das ist eine Wand, da kommst du nicht durch. Okay, gut, dann aber jetzt hier, Vollgas. So, das Gute ist jetzt, dass wir auch durchgehend Boosts haben. Einmal geschwind zur Seite gesprungen. Wie man instinktiv da einfach gegenrast, ne? Das ist ja...
Da habe ich das kaputt gemacht. Ja, und nach wie vor hoffe ich einfach nur, dass man hier keine Precursor Orbs übersehen kann. Ich würde auch gerne hier runterfahren und einmal gucken, was da ist. Das machen wir halt auch einfach mal. Okay. Hier ist schon mal nichts. So, nehmen wir hier immer stetig die Boosts. Dass wir wenigstens ein bisschen schneller sind. Ja, wow, so auf jeden Fall nicht. Ja, genau. Lowrider oder was? Okay. Ende im Gelände. Ah. Fahr zu. Und schnell hier raus. So. Aber ich konnte mich echt nicht mehr erinnern, wie wir überhaupt an diesen Rambock gekommen sind. An dieses Fahrzeug. Ich wusste das nicht mehr. Jetzt weiß ich es wieder. Das ist echt lange her. Das ist jetzt 22 Jahre her, einfach mal, mindestens. Mal 20. Also Minimum 20. Ja, kommt hin. Ungefähr 2 Jahrzehnte. Oh Gott, bin ich alt. Wenn ich das höre, du. Einfach ohne Rücksicht auf Verluste. So, wo lang müssen wir? Rechts können wir lang. Was ist da? Okay. Von da sind wir quasi gekommen. Sehe ich das richtig? Müsste. Aber ich möchte das trotzdem noch mal prüfen. Ja, okay. Gut, alles in Ordnung. Dann geht das jetzt weiter hier. So, hier noch den. War's das? Jawohl. Direkt den nächsten in Sicht. Okay. Da war nix. Ach du Scheiße. Hier ist ja noch ordentlich was zu tun. Leute, das machen wir auch. Ja, keine Angst. Aber im nächsten Part. Sonst schaffen wir das nicht. Wir sind schon bei fast 15 Minuten. So, in dem Sinne wird hier erstmal pausiert und gespeichert. In dem Sinne, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part auch wieder in alter Frische. Und dann geht hier die Action weiter. Und ja, bis dahin, macht's gut.
Ciao, Leute.